Wunderschönen guten Tag, liebe PlayStation-Freunde, und willkommen zur Vorstellung der PlayStation Plus-Titel für die PlayStation 4 bzw. die PlayStation 5 im Dezember 2020. Der letzte Monat dieses Jahr, und man hat noch mal so ein bisschen geliefert, denn ich kann schon mal sagen, speziell dieses Spiel, Rocket Arena, das ist für jeden, das kann ich jetzt schon mal mit Sicherheit sagen, eine absolute Empfehlung. Da kannst du echt sagen, was du willst, auch über EA. Die haben viel Kritik verdient. Aber Rocket Arena ist mega geil. Ich zeige euch mal so ein bisschen die ersten Sachen. Ihr könnt dort unten rechts schon mal sehen, tägliche Herausforderungen, dass man auch täglich so Challenges erfüllen kann bzw. muss. Dafür kriegt man diese Raketenteile, diese blauen Marken, da sind das. Die bekommt man und kann sich dafür zum Beispiel, das zeige ich euch mal hier, solche Sachen kaufen wie neue Outfits. Wenn man, also das Gelaber von denen stört gerade so ein bisschen. Da kann man sich dann eben Outfits kaufen und so weiter. Ne? Oder eben auch solche Sachen wie hier Artefakte. Das sind dann irgendwelche Gegenstände. Oder sowas hier. Ne? Dass dann dieser Strahl, wenn man wegfliegt, das seht ihr dann gleich im Spiel, dass der anders aussieht. Hier Totems kann man auch basteln. Das sind so Schildchen, die man hinstellen kann. Und das ist im Grunde so das, was man ganz grob jetzt hier zuerst mal sagen kann. So, ihr könnt natürlich erstmal auswählen Training, da könnt ihr ein bisschen rumprobieren. Empfehle ich auch so ein bisschen, denn ein, zwei Sachen sollte man schon wissen, bevor man ins Spiel geht. Privates Match dürfte klar sein. Und unter Playlisten gibt es hier einmal die Koop-Arena und dann die Wettkampf-Arena. Die Koop-Arena kann man allerdings oder muss man spielen, um in die Wettkampf-Arena zu kommen. Ich glaube, 6 Matches muss man, glaube ich, machen oder 5. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Aber das sind so Sachen, die man erstmal machen muss, damit sichergestellt ist, okay, die, die jetzt in der richtigen Arena spielen, haben zumindest ein paar Matches schon mal gemacht. Und dann kann man hier auch tägliche Herausforderungen nochmal einsehen oder eben auch wöchentliche Herausforderungen. Für die kriegt man dann auch immer diese Marken und zusätzlich Blast Pass Fortschritt. Blast Pass, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das sowas wie euer Saisonrang oder euer Saisonlevel. Und damit schaltet ihr zum Beispiel auch dann solche Sachen frei wie spezielle Outfits, die eben nur durch diese Blast Pass Ränge freigeschaltet werden können. Also die könnt ihr nicht durch diese Marken kaufen. Und diese anderen Marken, das mit diesem R und dem Kreis, das ist dann sowas wie diese Ingame-Währung, die man für Echtgeld kaufen kann. So, und jetzt machen wir einfach mal ein Koop-Arena-Match. Und dann seht ihr auch mal, wie das im Match abläuft. Wie gesagt, das macht wahnsinnig viel Laune, dieses Spiel. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wir werden in diesem Video mal, ich denke mal, so 2 Matches machen. Die dauern nicht lange. Die gehen so 4-5 Minuten vielleicht, wenn es hochkommt. Je nachdem, was für einen Modus man spielen muss. Ich hoffe, dass ich beide Modi einmal spielen kann. Und dann könnt ihr beide Modi einmal sehen. Also beide, die ich bis jetzt kenne. Das ist einmal so klassisches Team Deathmatch. Okay. So, das ist das klassische Team Deathmatch. Und ich nehme jetzt mal sie hier. Sie habe ich noch gar nicht gespielt. So, jetzt wählen die beiden anderen Teammitglieder ihre Figur aus und dann gehen wir ins Match gegen die KI in dem Fall. Das ist bei diesen Koop-Matches gegen die KI. Three, two, one. Knockout opponents to win. Ah! Man kann mit seinen Raketen übrigens auch klettern. Hier ist ja sogar... Ah, ich bin gerade so ein bisschen raus. So, auf jeden Fall haben wir wenigstens einen Assist bekommen. So, und dieser Megablast, das ist im Grunde der Kill. Das heißt, ihr kriegt dann auch Punkte, wenn ihr einen... Ich will da rein. Ich will das Ding hier haben. So.
K.O. Assist. So, 5 zu 1 führen wir bis jetzt. Man hat so einen Dreifachsprung. Wow. Aua, aua, aua. Jawohl, und noch ein Megablast. Sehr schön. Also das mit dem Klettern, mit den Raketen, was man auch machen kann, das muss ich noch ein bisschen üben. Da stecke ich noch, da, das habe ich noch nicht drin. Ah, da kommt er von hinten. Oh, 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 jetzt wird's fies. Ah, nein, ah, scheiße, ich bin runtergefallen. Ja, so, einmal zurück ins Match, bitte. So, wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Ich habe doch hier gerade einen Langrennen sehen. Ah, da ist er. Fuck. Hui. Jawohl, again. Wieder einer weg. Jawohl! Den haben wir auf halbem Weg zum Sieg. So, oh, ein Glück. Da unten diese Leiste, die ihr da unten seht, das ist im Grunde meine Schadensleiste. Wenn die voll ist, dann ist es kurz vor Exitus, beziehungsweise, jawohl, sie fängt dann so an zu blinken und ist so gestreift. Wenn ich dann noch einen Treffer abkriege, dann bedeutet das Mega Blast. Also dann ist das so ein Kill. Jawohl, dann ist es so ein, ja, Exitus. So, dann gibt es ja auch immer diese Boni. Jetzt habe ich zum Beispiel verbessertes Ausweichen. Ja, das macht hier mit einem. Autsch. Mit einem Druck auf die R3-Taste. Komm her, Hilo. Oh, es ist. Ah, ich vergesse jedes Mal diesen Zug. Das ist in dem Level. Jawohl, Mega Blast. Sehr schön. Und? Boah, zwei Mega Blasts hintereinander. Doppel-K.O. kurz vor dem Sieg. Sehr schön. Na, komm, komm, komm. Oh, jetzt hat mich so ein bisschen... Ein weiterer Assist. Zwei Kills noch. Jawohl. So, einen noch. Und dann ist das Match erstmal um. Jawohl, da ist der letzte Kill. Und damit haben wir das Match gewonnen. So, jetzt könnt ihr auch einmal die Abschlusstafel sehen. Victory. Victory. So, 20 zu 6 haben wir das Ding gewonnen. Sehr schön. Und hier kriegt ihr jetzt einmal für den Charakter jeweils eben ja, quasi so eine Level-Up-Karte, wo euch Erfahrungspunkte gut geschrieben werden und so weiter. Und dann kriegt ihr auch immer so eine Belohnung. Hier Raketenteile und einen... Das müsste so ein Symbol für den Banner oder für das Banner sein. So, Ausgrabungslupe, das ist ein Artefakt. Das ist im Grunde so eine Art Perk, den man verwenden kann im laufenden Match. So, ich hatte 8 KOs, 8 Assists, 6 am Stück ist die beste Serie gewesen. Rettungsmanöver und 1500 Schaden insgesamt verursacht. So, jetzt sind die Playlisten freigeschaltet.
Und jetzt kann man tatsächlich richtig in die Wettkampfarena gehen und kann da dann eben gegen andere Spieler spielen und dementsprechend sich in der Saison präsentieren. So, ihr seht, ich habe noch nicht so viele Charaktere getestet, muss aber sagen, von denen, die ich bis jetzt getestet habe, war der hier der, der mir am besten gefallen hat. Also mit dem kam ich von denen, die ich bis jetzt gespielt habe, am besten klar. Das sind nicht viele, wie ihr seht. Hier, ich habe ihn gespielt, sie und sie hier. Sie spielt sich auch echt cool. So, und so läuft im Grunde dieses Spiel ab. Ich muss mal kurz gucken, wir sind jetzt bei 10 Minuten. Ich glaube, das reicht auch. Und unten könnt ihr jetzt rechts sehen, erhalten. Wir haben 3 Matches als Amphora, beziehungsweise gespielt als Amphora, Mustine oder Bone oder Boon. Und kriegen jetzt 2500 von diesen Punkten und könnten uns dafür jetzt im Grunde unter Teilnehmer. Hier zum Beispiel hatte ich mir ein ganz nettes Outfit gesucht. Das könnte ich mir jetzt zum Beispiel kaufen. Ne? Dann gehen wir hier drauf, kaufen das für diese Raketenteile und haben jetzt ein neues Outfit. Können das ausrüsten und so sehen wir jetzt im Match aus. Ne? Und hier sehen wir Blast Pass, was wir denn bekommen. Das ist ein Outfit, das man direkt bekommen hat. Jetzt muss ich mir das gerade selbst mal angucken. Ja, genau, das ist so ein Saison-Level, das man bekommt, so eine Art Saisonrang, wenn man will. So, ja, so würde ich das jetzt mal hier interpretieren. Und da schaltet man sich dann halt dann zusätzliche Sachen frei, irgendein XP-Bonus und so weiter. Momentan ist sowieso Doppel-XP. Was ganz cool ist, da kann man sich ein bisschen was rausholen. Und wie gesagt, ihr seht, es macht unglaublich viel Laune. Hier kann man noch so ein bisschen Infos mal sehen, wie es aktuell aussieht. Crossplay, seht ihr, gibt es bei diesem Spiel. Das heißt, alle Konsolen bzw. alle Plattformen können gegeneinander spielen oder gemischt spielen, wie ihr wollt. Unter Herausforderungen habe ich schon gezeigt, könnt ihr so ein bisschen sehen, wie eure wöchentlichen Challenges aussehen und was ihr dafür bekommt. Im Grunde ist es das gewesen. Mehr kann ich euch zu diesem Spiel nicht zeigen. Hier kann man jetzt zum Beispiel noch ein bisschen Zusatzzeug kaufen. Ein Outfit, das finde ich ganz nice, das kaufen wir uns einmal. Genau, okay, das rüsten wir auch gleich mit ihr aus. Und ich gönne mir jetzt noch ein paar Runden Spaß, denn ich habe richtig Spaß an diesem Spiel. Und ja, ich kann euch echt nur empfehlen. So sieht das jetzt aus. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, guckt euch dieses Game einfach mal an. Das macht so derbe viel Spaß. Da könnt ihr richtig Zeit reinhauen. Also da könnt ihr richtig Zeit versenken in diesem Spiel, denn das macht richtig Laune. Und für mich eigentlich jetzt schon, nachdem ich die anderen auch schon mal ganz kurz angetestet habe, ist Rocket Arena das mit einer der besten Titel, die wir dieses Jahr bekommen haben, würde ich sogar sagen. Und von daher, letztes Wort von mir, guckt's euch an. Saugeiles Game. In diesem Sinne soll es das gewesen sein mit diesem ersten Video zu PlayStation Plus im Dezember. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Wir sehen uns hoffentlich gleich im nächsten Video wieder. Bis dann. Ich verabscheue mich.